Willkommen zurück, liebe Freunde, zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Im letzten Part haben wir es geschafft, und zwar den ersten Tempel der Schattenwelt zu lösen. Natürlich mit Bravour, ne? Das ist ja ganz klar, will ich schon sagen. Haben wir einigermaßen okay abgeliefert. Und ich würde sagen, heute gar nicht so lange um heißen Brei reden. Und relativ fix zum zweiten, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt ist die Frage. Erstens, wie komme ich raus? Und wie war das denn nochmal mit dem zweiten? Erinnere ich mich daran überhaupt noch? Das ist ja schon, wie gesagt, das ist ein bisschen her. Ich überlege gerade, ob ich das über die andere Welt machen muss. Da einen Teleporter für freilegen muss. War das so? Es gibt ja nicht nur diese eine Möglichkeit, hier in die Schattenwelt zu kommen, ne? Also bisher haben wir es ja sowieso nur so erlebt, dass wir hier einfach reingeportet wurden. Die normale Lichtwelt hat halt einige Punkte, an denen man wechseln kann. Und jetzt ist die Frage, ob das überhaupt nötig ist. Ich glaube fast nein. Wir haben ja jetzt den Hammer. Ja, dadurch sieht man ja schon eigentlich relativ deutlich, okay, du sollst jetzt hier vermutlich mal runter. Hier ist übrigens das geile Geräusch. Das gleiche, oder, ne? Aber es ist halt so... Es ist halt so unheimlich befriedigend, ne? Einfach diese Dinge runterzudrücken. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich gestört. Vielleicht liegt es einfach daran. Das kann natürlich... sein. So, hier wäre ja normalerweise links Haus und hier wird es dann runtergehen. Und das funktioniert auch. Na dann. Dann, glaube ich, ist ja gar keine großen Probleme. Also, so gar keine. Wir werden wohl instant reinkommen. Können wir uns hier natürlich auch nochmal umschauen. Ich gebe nämlich auch Shit. Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Boah, 300, was mache ich denn damit? Ich will doch jetzt nicht so viel Geld in die Hand drücken. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Das sind dann alles nur... Okay, alles nur 20s. Okay, draußen geht's ab. Ist in Ordnung. Passt schon. Moment. So, ich habe mir mal gegönnt, das Fenster zu schließen. Denn, ja... Das Ding ist halt... Ihr werdet es wahrscheinlich nicht mitkriegen, wenn da draußen jemand am Labern ist oder irgendjemand, ne, vor dem Fenster rumrennt. Und man könnte ja so sagen, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Dann bin ich auch bei euch. Weil so mega schlimm ist es halt tatsächlich nicht, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, die hören mich safe. Also ich bin ja sehr laut, ne? Wahrscheinlich kann man mich sogar mit, wenn das Fenster zu ist, wird man wahrscheinlich auch noch so denken. Ist da irgendwie was? Da ist doch was? Der redet doch. Aber da glaube ich dann immerhin, dass man nicht wirklich mitkriegen kann, was genau Phase ist. Ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Und das gönne ich mir dann schon. Ne? So, dann müssen wir in der Lichtwelt hier einmal das Wasser ablassen. Oh, guck mal, hier war ich ja jetzt auch noch gar nicht drin. Ist ja auch so eine Sache, die ich noch gar nicht gemacht habe. Weil im Grunde natürlich schon gemacht habe. Unter diesen Umständen nervt es mich, dass das Ding da ist, dann will ich das woanders haben. Und dann können wir nämlich auch noch schnell das Herzteil mitnehmen. Das macht schon Sinn, ne? Wenn wir hier schon das Wasser ablassen. Ja, und ansonsten genau wie gestern, meine Zunge tut leider immer noch weh. Nicht mehr so schlimm. Oder zumindest ein bisschen besser, aber... Nervt, ne? Nervt halt krass. So, okay. Wasser ist abgelassen. Dann Herzteil einsnacken. Jo, gerade ein bisschen viel auf den Sack, finde ich. Bisschen sehr viel, ne? Und es gibt so ein ganzes. Ja, perfekt, ne? Habe ich mir doch fast gedacht. Auch fast gedacht, Mann. Traumhaft. So, dann geht's weiter mit dem zweiten
Schattenwelt-Tempel. Sicher aus, Wollo? Jein. Link, ich bin es, Sarasrala. Ja, gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt? Geht es sich auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus? Ja, das war jetzt eigentlich damit, ne? Wo wir noch kein Wasser hatten. Damit wir herausfinden, wie wir an Wasser kommen. Damit wir da dann im Endeffekt weiter können. Schon sinnig. Aber ich würde sagen, auch selbst ohne diesen Hinweis, irgendwann aus Verzweiflung würde man vermutlich drauf kommen. Das wollen wir natürlich auch nicht hier außen vor lassen, ne? Ich glaube, in diesem Tempel gab es sehr, sehr viele Kisten und sehr, sehr viele Schlüssel. Sodass man schon aufpassen muss, ne? Dass man alles am Ende hat. Und man kann sich in diesem Tempel auch eigentlich softlocken. Also zumindest im Random. Ob man das auch hier in Wahrheit kann, ist so ein bisschen die andere Frage. Bin ich hundertprozentig sicher. So oder so. Jetzt sollten wir soweit alles haben. Wollo, du musst hier ein bisschen aufpassen, dass du nicht... Dass dir die Energie nicht irgendwann ausgeht, wirklich. Bisher immer noch kein einziger Tod. Das soll ja auch so bleiben. Hör mal, an dieser Stelle. Kann man das Wasser vorher runterlassen oder an der nächsten? Diese Stelle gibt es ungefähr zweimal. Ungefähr vor allen Dingen, ja. Hier gibt es zweimal sowas. Ja, das ist, glaube ich, nur im Random möglich, sich zu softlocken. Weil man muss den Schlüssel ja hier vorher holen. Und das muss man im anderen nicht zwingen, weil man eventuell zwei Schlüssel schon haben könnte. Und dann wie ein Idiot einfach weitergeht. Und dann wäre schlecht, ne? Dann wäre richtig, richtig schlecht. Okay, gut. Soweit. So gut, keine Probleme. Dann fluten wir mal, ne? Fluten! Im hohen Norden ist das ja nichts für uns. Normal für uns, ne? Fluten. Ebbe, Fluten, muss ich euch ja nicht erklären. Hört ich jetzt auch nicht. Ganz ehrlich. Ja, da dafür tut man auch die Zunge zu erwähnen. Das macht einen immer ein bisschen redefaul. Das macht das Let's Play immer so super widerlich während dieser Zungenschmerzphase. Kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Weil wenn jedes Wort, das du machst, weh tut, überlegt man sich so ein bisschen genauer. Ja, rede ich jetzt? Macht das Sinn? Einmal kurz umgucken. Einmal kurz nur umgucken, ne? Dass wir einmal den Überblick hier haben. Mhm. Ja, genau. Hier unten dürfte es nur den Kompass geben. Ich hole ihn trotzdem. Für die liebe Vollständigkeit. Also wenn mal irgendwann eins von den Dingern einfach ausgelassen wird, weil durch Zufall und hast du nicht gesehen, ne, ich ihn einfach nicht bekommen habe, dann ist es mir egal. Ansonsten so wie jetzt. Wenn es dann einfach auf dem Weg liegt. Oder es auch wirklich einfach zu bekommen ist. Und selbst wenn ich es dann weiß, dann nehme ich es natürlich auch mit. Gott, es tut so weh, Freunde. Wie lange muss ich damit noch rumrennen? Das ist die Frage, ne? Ist jetzt einfach für immer so. Roll nicht rum, lebt damit. Ist normalerweise mein Motto. Aber dann gewöhne ich mich auch irgendwann dran. Dann ist ja auch okay. Wenn ich mich dann gewöhnt habe, dann soll es mir ja egal sein. Aber noch habe ich mich nicht dran gewöhnt. So hart das auch klingt. So, hier wieder ein Schlüssel. Jetzt überlege ich gerade. Kann man gar nicht verschieben, ne? Wo gab es denn jetzt noch eine Tür, zu der ich konnte? Gibt es die überhaupt? Die kann ja nur noch hier sein, ne? Eben. Na gut. Dann schauen wir uns die mal an. So, und hier müssen wir jetzt gleich richtig clever sein, ne? Mit 500 IQ arbeiten. Zum einen können wir den halt jetzt öffnen. Schön.
looten hier einmal. Und dann könnte man jetzt natürlich direkt straight runtergehen. Aber es ist halt ein bisschen schlauer, ne? Weil später kommt eine Stelle, wo man den Schalter wieder gedrückt haben muss. Wenn wir das nämlich jetzt schon haben, Leute, dann sparen wir uns eine Menge Weg. Zwar jetzt mal hier ein paar Meter extra, ne? Aber das ist am Ende... Am Ende werdet ihr sagen, wow, das war echt clever. Hoffentlich. Aber ich habe auch in die Aufnahme geguckt, weil ich habe beim letzten Mal gesagt, ja, ich glaube, man hört auch, dass ich komisch rede. Man hört es eigentlich nicht so krass, wie ich dachte. Also in meinem Kopf klingt es schlimmer. Das war auch damals bei der Gesichtslähmung so. In meinem Kopf klang es ultra krass. Also, dass ich super absurd merkwürdig rede. Von der Stimme her. Also, du redest immer komisch von der Stimme. Ja, ja. Halt dein Maul. Aber im Endeffekt war es dann, also schon, ne? Klar, bei der Gesichtslähmung war es auch schlimmer als jetzt, klar. Aber das war dann noch irgendwie so ganz knapp zu verschmerzen. Hier nicht Augenschlüsseln? Hätte ja sein können. Wenn wir jemals wieder schießen können in diesem Tempel, denke ich nicht. So, ich habe vorhin schon gesehen, hier war auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall, das ist auch eine Kiste. Fuck. Ist die relevant? Das ist die Frage. Diese Kiste hier ist super relevant. Weil wegen Boss-Key und so. Und ich glaube, in der anderen dürfte nichts sein. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, will ich das überprüfen? Will ich das? Ist mir das wichtig? Ja. Mega unnötig, ne? Aber ja, für die Vollständigkeit, du kannst ja, man kann ja manchmal nicht. Ich würde meinen Kopf jetzt auch ficken die ganze Zeit. Jetzt will ich auch ein bisschen wissen, was da drin ist. Ich schätze, darf ich eine Schätzung abgeben? Ich sag 20 Rubine. 20 Rubies oder Pfeile oder so ein Mist. Gut, dass wir das überprüft haben, ne? Das ist manchmal wichtig. Immer diese Fake-Kisten, ne? Wo du dich... Stell dir mal vor, ne? Du kommst nicht weiter. Was ja durchaus mal passieren kann in so einem Spiel. Oh, du freust dich so. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Ja, Mann. Das ist der, muss ja der Schlüssel jetzt endlich sein. Und von wegen. Mal wieder nichts. Einfach nur ein ranziger Zwanni. Und das ist er. Boing, der Hinterhaken. Er dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Und boing, ja, probieren an allen möglichen Dingen aus. Okay, gerne. Lieben gerne. Beginnen wir hiermit, denn hier ist ein... Okay, ist er nicht. Ich war mir eigentlich sicher, dass hier ein Schlüssel ist, aber okay. Ist er hier? Richtig, so. Sind die nervig einfach, ne? Das macht mich gerade so wütend. Aber es würde mich normalerweise überhaupt nicht wütend machen, wenn mir mein Mund nicht so wehtun würde beim Reden. Dann wäre es mir egal. Aber so ist es unfassbar nervig. Und stört. Ich glaube, dieser Bereich ist auch einfach nur Kacke. Mich alles täuscht. Ja. Muss man nämlich den Shit verschieben. Was die da draußen wieder für eine Randale schieben, ne? Es ist unglaublich. Also an manchen Tagen, ne? Da denke ich mir auch so, ey, ich hab's nicht leicht, Mann. Ich hab's einfach nicht leicht. Also ich hab's sowieso nie leicht, ne? Davon mal ab, davon mal direkt ab. Also leicht hab ich's leider nie. Aber es macht mich immer so wahnsinnig. Also das Ding ist eigentlich, die Geräusche sind mir egal. Das Problem, das ich sehe, ist halt, die hören mich. Selbst mit geschlossenen Fenstern müsste man es mal testen, da weiß ich es nicht.
Also mit offenem Fenster wird mir immer gesagt, jo, ich war ja gerade einkaufen, das, ich höre jedes Wort. Selbst wenn man bei dem Zimmer ist. Oh, kacke. Warum habe ich auch so ein lautes Organ? Das ist doch kacke, Mann. Da habe ich mir nicht ausgesucht. 20, wow. Wow. Dafür ist also dieser Bereich. Ist im Random eine schöne Sache. Zwei Kisten, freust du dich? Aber okay. So, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier ist ein Weg. Hier dürfte eigentlich auch nichts von Wert sein. Übliche Kram halt. Oh, wir werden aber sehr schnell fertig sein mit diesem Tempel. Ich bin gerade ein bisschen... bisschen überrascht. Und ich glaube... schon sagen, hier muss man nämlich... auch nochmal für Zwench. Haben wir hier einen geheimen Weg. Das siehst du ja auf der anderen Seite schon, ne? Ist dann 1 zu 1 gleich. Und dass hier halt Wasser drüber geht. So, und dann sind wir auch schon fast beim Boss, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was da noch... Und noch ein Herz vielleicht? Ja, sind wir fast da. Also, alles easy. Easy gelaufen, wie immer. Wie man sich das wünscht. Eigentlich. Ja, komm, nimm mal mit. Ich weiß nicht, das wird auch nur ein paar Rubine. Die sind bald voll. Wir müssen eigentlich... Ich würde halt fast sagen, wir gehen da mal zur Hexe und kaufen da ein. Notgedrungen. Würde ich normalerweise nie machen, aber ich will ein bisschen, ich will nicht, dass das ganze Geld ins Leere geht. Das ist halt immer ein bisschen unschön, finde ich so. Nein, nicht treffen. Also nicht, dass ich für den Boss voll Energie bräuchte. Aber ist ja dennoch ein nice to have Ding. So, und da ist er, der tolle Boss hier, wo man immer den Shit von ihm abziehen muss. Eben kaputt machen. Und danach, wenn er ungeschützt ist, ne, hüpft er noch ein bisschen durch die Gegend. Alles halb so wild. Tatsächlich. Ist das eigentlich hier Barinade? Hat der einen Namen? Das hätte ich vielleicht mal vorher in Erfahrung bringen sollen. Wenn erinnert er natürlich an den OOT-Boss Barinade. Also doch, schon sehr stark eigentlich. Außer das Barinade... Ich wollte gerade sagen, du solltest eigentlich jetzt... außer das Barinade kein Auge hat. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Aber man muss ja auch immer ein bisschen, ne, Interpretationsspielraum haben. Ja, nice. Das, war doch mal ein wunderschöner Boss, oder? Absolut. Ja, würde ich echt was sagen. Gehen wir gleich mal, was könnte man denn machen? Der nächste Tempel ist, glaube ich, der im Wald. Glaube ich, auch so relativ ohne weiteres hin. Ja? Oh, Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt. Solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter. Und es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Ich vertraue dir. Ist alles verstanden? Ja. Ja, okay. Mit anderen Worten. Ich muss jetzt safe irgendwo einen Teleporter finden, um weiterzukommen.
Und der wird in der Nähe des Waldes sein. Also kann ich den im Wald... Wald, kann ich den echt schon benutzen? Hm. Dann sind die Fragen, die man hat, ne? Wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal mit dem Zauberspiegel. Hier mal was überprüfen. Hier, das ist zum einen ein Teleporter, den könnte man gleich mal abchecken. Wo der hinführt. Ist das hier nicht auch ein Teleporter? Mal ganz kurz nachgucken. Ja, Teleporter. Den legen wir mal frei und schauen einfach mal, wo uns das hier hinführen würde. Aus der Neugierde heraus. Mhm. Jetzt die Frage, ne? Ob das Relevanz hat. Bin mir gar nicht so sicher. Okay. Ich würde aber sagen, wir gehen trotzdem unten lang. Denn ich will wieder zurück in die Schattenwelt, zum einen. Von da aus so ein paar Sachen abklappern, die eventuell sinnvoll sein könnten, ne? Wo man nochmal ein Herzteil kriegt. Wir wollen ja auch natürlich immer noch weiterhin die 100% ein bisschen vorantreiben. Ist jetzt nicht so mein Hauptaugenmerk, weil ich mir halt bei vielen Dingen immer so denke, ja gut, das, wenn du alle Items hast, kannst du dann viel besser dadurch. Ist dann eigentlich Blödsinn, das jetzt schon zu machen. Aber so ein paar Stellen gibt es dann ja doch. Was ist denn das? Ein paar Stellen gibt es dann ja doch, wo ich sagen würde, okay, doch, ja, okay. okay. Keine Relevanz. Nehmen wir mal mit. Und wir wollen ja auch nicht zu schnell im Wald sein. Denn den Waldtempel möchte ich eigentlich in diesem Part gar nicht mehr anfangen. Ist im Moment so ein Tempel pro Part, ne? Also ein Tempel pro Part finde ich eigentlich ganz gut. Und dann, wenn wir da noch so ein, zwei nebenbei Sachen schaffen würden. So, letzte Part war halt nur der Tempel. Aber da tat mir die Zunge auch weh wie Sau, deswegen hielt ich das für okay. In diesem Fall passt es dann auch, wenn ich das so mache. Okay, das ist doch schon mal nice. Da haben wir was bekommen. So, dann sollte hier in der Nähe auch noch was sein, was wir jetzt schon kriegen, oder? Warte mal, Quark. Hier einmal bitte hin. Denn hier gibt's was richtig Feines, ein richtig fein Ding. Am Ende des Tages. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren, den würde ich gern wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach der Flöte. Werde ich machen. Leih dir gern meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Dankeschön. Gut, dann gehen wir mal rüber. Denn hier hat der Junge ja irgendwo seine Flöte vergraben. Okay, das geht so nicht. Das geht so nicht, weil der uns da zu lange festhält. In dieser Sequenz. Ich hab's beinahe befürchtet. Beinahe befürchtet. So, die müsste irgendwo hier sein. Guckt's euch an, ne? Der weiß Bescheid. Tra, hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Vermutlich. Warte mal. Ich dachte gerade, muss ich das in der Schattenwelt machen? Nee, ne? Ja, kommen wir. Achso. Ja, wir können noch ein paar Schritte weitergehen erstmal.
Aber ich hab da gerade. Ich bin da gerade an was dran. Sag ich mal, wie es ist. Ah ja, fuck. Das war die Stelle. Ich bin da gerade an was dran. Eine richtig gute Idee, die ich habe, Freunde. Eine richtig, richtig gute Idee. Aber wir können dann hier auch nochmal schnell was machen. Und zwar ein Minispiel. Wo, glaube ich, auch ein. Wo ist denn jetzt. Wo ist denn jetzt die Schaufel? Ich glaube, das wird egal sein. Willkommen im Schatzgang. Grabe in 30 Sekunden so viel, wie du kannst. Alles gehört dir. Was du findest. 80 Rubine. Und es kann losgehen. Ein Versuch, ja. Jetzt hat man automatisch auf die Schaufel hier. Ich wollte gerade sagen, die Schaufel ist halt wieder weg, weil da jetzt die Flöte ist. Weil die Schaufel im Grunde nur dafür da ist, die Flöte zu bekommen. Und hier müsste es eigentlich auch ein Herzteil geben. Jetzt ist natürlich das Ding. Es ist Zufall, ne? Es ist komplett Zufall. Ob man das findet oder nicht. Ja. Deswegen würde ich halt sagen, wir machen es einfach. Ne? Wir haben gerade das Geld. Geld ist auf jeden Fall mehr als ausreichend vorhanden. Wir versuchen es. Mit ein bisschen Glück. Finde ich es ja auch, ne? Man kann auch hier und da Gewinn machen hier an dieser Stelle, denke ich. Wir sind zum Beispiel schon kurz davor, Gewinn zu machen. Haben Gewinn gemacht. Aber der wahre Gewinn! Der wahre Gewinn ist das hier. Ja, nice! Das hat doch auch besser geklappt als erwartet. Zeit ist um. Doch noch ein Spiel, ne? Natürlich auch gleich machen. Nee, Kumpel. Aber unter Garantie nicht. Sind hier denn viele Wachen unterwegs? Ist ja der Wahnsinn. Die alle hat sich schon umgesprochen. Ja, der Link, der muss hin. Oder ist halt noch schlimmer geworden? Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit. Deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Finde ich nicht gut, ne? Sag ich euch, wie es ist. So einen krassen Streit sollte man nicht haben. Was sagt er dazu? Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Scheint so, ne? Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Ist halt verrückt, dass sie hier die Zeit nicht mehr anzeigen, ne? So sollte durch diese geile Abkürzung hier zu schaffen sein. Bei diesem Versuch benutzt deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis. Ein weiteres Herzteil, ja, guck mal. Es läuft gerade, ne? Wir sind hier gerade auf einem richtigen, richtigen Lauf. Ist halt geil, wenn man die Sachen kennt, ne? Das muss ich so zugeben. So, hier glaube ich tatsächlich, dass man kein Herzteil kriegt. Ich probiere es trotzdem mal. Na, mein Junge, probier doch mal deine Schießkünste an meinem Schießstand aus. 5 Schüsse kosten nur 20 Rubine, deswegen ein paar extra Rubine. Er sagt's auch, ne? Deswegen ein paar extra Rubine. Ich glaube tatsächlich, dass das nichts ist. Das wird nicht sein. Ja, das Ding ist auch, das habe ich auch im Randomizer noch nie gesehen. Und deswegen würde ich darauf schließen, dass das nicht relevant ist. Wenn doch, ne? Dürft ihr mir das gerne nochmal sagen? Ist doch wichtig für mich ist. Dann schaue ich mir das nochmal genauer an, ne? Gerne in die Kommentare, Leute. Lasst die Kommentarsektion glühen. Sehr, sehr wenig Menschen gucken dieses Let's Play. Wie zu erwarten.
Und die Sache, dass ich gerade so mit meiner Zunge dann Probleme habe und die Leute das jetzt mitkriegen, das wird auch nicht helfen. Dieses LP besser läuft. Entsprechend. Ja. Mich ein bisschen supporten will, ne? Kommentar, dies, das, Like vielleicht. Wäre nett. Ich würde sagen, normalerweise sollte jetzt was passieren, ne? So, das ist so ein Warp-Typ. Jetzt können wir den jederzeit rufen und uns über die Map warpen lassen. Weil es natürlich super stark ist, ne? Muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Das ist super gut. So, und hier müsste der Teleporter sein, oder? Ja, von der anderen Seite aus. Okay. Von der anderen Seite aus sollten wir in die Schattenwelt kommen. Und da dann per Teleporter... Ah, Moment mal. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch zur Hexe, wenn es da einen Punkt für gibt. Gibt's. Aber perfekt, ne? Das sind die verschiedenen Punkte, wo wir hin können. Dadurch. Einer ist halt genau da, wo ich sein möchte. Danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magieshop. Bekommst du etwas Gutes. Perfekt. Der rote Trank ist das Lebenselixier. Wir nehmen mal einen blauen mit. Das ist nice. Weil der würde Magie und Dings auffüllen. Und jetzt sollte ich aber auch langsam mal... Ich dachte, ich krieg die... Hat sie nicht gesagt... Ich meine, Magieshop war da einmal aus dem Bild raus. Kann das sein? War das so? Muss ja. Ich will jetzt mein Zauberpulver haben, Alter. Da ist es. Okay. Das Zauberpulver streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Ja. Jetzt können wir gewisse Gegner in Feen verwandeln. Oder... Nee, das war es eigentlich auch, ne? In diesem Spiel. Ich glaube schon. In Link's Awakening könnte man damit noch Feuer machen, aber dafür hat man ja hier die Lampe. Somit ist das da ja egal, ne? Okay, wunderbar. Dann lass uns mal noch den Teleporter freimachen. Und dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einiges geschafft. Naja. Nee. Nix naja. Nix naja. Wir haben einen Tempel geschafft. Wir haben Herzteile geholt. Wir haben die Flöte geholt, wir haben... Ne? Also, bitte euch. Und wir schaffen es jetzt noch, in den Wald zu kommen. An die Stelle, wo wir hin müssen. Also, wenn das nichts ist... Dann weiß ich es auch nicht. Noch eine Flasche holen können oder so, das wäre auch noch eine Option gewesen, aber... Das... Oh, meine Flasche... Nee, krieg ich hin. Krieg alles hin, passt schon. So, Leute, damit sind wir wieder in der Schattenwelt. Im Waldbereich. Oder fast im Waldbereich. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit dem dritten Schattentempel-Dungeon. Bis dann und ciao.